Hallo und willkommen zurück, meine lieben Absolutely. Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. So, wir waren in der Abtei des Mondes, haben dort ein Hammerstück gekriegt. Ich glaube, das habe ich schon alles gelesen gehabt. Ja. Unglaubliche Hitze steigt vor der weißen Esse auf und peitscht gegen deine nackte Haut. Das Fragment vom Amidos Hammer in deinen Händen wird warm, wie als Gruß an das Feuer der Esse. Obwohl das Fragment viel kleiner ist als der ursprüngliche Hammer, gibt es doch genug Metall, um einen Hammer für eine Person deiner Größe zu schaffen. In dieser Esse könnte das Fragment neu geformt werden. Amidons Hammer wieder zusammensetzen. Du beschwörst jede Erinnerung an den großen Hammer, die du gesehen hast. Die Bilder vereinen sich vor deinem geistigen Auge und nehmen Gestalt an. Du kennst jede Kurve, jede Gravur. Obwohl das Fragment im Augenblick nur ein formloser Klumpen Metall ist, siehst du es als das, was es zu werden bestimmt ist. Das Fragment setzt sich nur langsam, selbst in der weißen Esse, und kühlt rasch ab, als du es auf dem Amboss bearbeitest. Schweiß trieft deinen Körper hinab und bildet eine Pfütze zu deinen Füßen. Deine Arme werden mit jedem Schlag deines Schmiedeshammers müder, bis du ihn kaum mehr heben kannst. Minuten werden zu Stunden. Als Amidons Hammer beginnt Gestalt anzunehmen, nimmt das Schlagen deines eigenen Hammers gegen das Metall einen vertrauten Ton an, einen Ton, den du in deinen Träumen gehört hast. Mit jedem Schlag zuckt ein Bild durch deinen Verstand. Zunächst ist es verschwommen, doch es wird klarer, je mehr der Hammer beginnt, dem Original zu ähneln. Mit der Zeit formt das Bild sich zu einer eisigen Landschaft, in deren Mitte ein Kratersee liegt. Augenlose patrouillieren in Scharen über seine Oberfläche. Es kann sich nur um den Ort handeln, den Ondra beschrieben hat. Chairons Narbe. Die Augenlosen halten gelegentlich inne, wenn du deinen Hammer schlägst, und blicken auf, als würden sie das Echo im Wind hören. Als weitere Details erscheinen, dann kannst du in der Ferne andere Orte erkennen. Stalwart, Durgats Batterie, und dir wird klar, wo in der Weißmark der See liegt, wohin du diesen Hammer bringen musst. Schließlich ist der Hammer durch die vorsichtige Gravur des letzten Details abgeschlossen. Kaum hast du den letzten Schnitt mit deinem Meißel gemacht, spürst du eine reine strahlende Energie in dem Hammer pulsieren wie ein mechanischer Herzschlag. Der Form, dem Gewicht und dem Aussehen des Hammers wurde eine unbeschreibliche Schönheit inne. Du hast das Gefühl, es wäre die Bestimmung des Metalls Wirklichkeit geworden. Du nimmst den Hammer in die Hand und seine Macht überwältigt dich völlig. Sie lässt deinen Körper derartig erzittern, dass du fast in die Knie sinkst. Das Zittern vergeht, doch das Gefühl der Macht bleibt. Die Haare auf deinem Arm sträuben sich. Du hältst die originalgetreue Nachbildung eines göttlichen Werkzeugs in den Händen. I thought it would be bigger. Ich dachte, es wäre größer. I've heard enough. Ich habe genug gehört. Die Geräusche eines Streits sind von der Treppe zu hören. Darien kommt mit verschränkten Armen in den Raum gestapft. Vengra im Schlepptau. This threatens all of us now. Dies ist jetzt eine Gefahr für uns alle. Matroni Berrigan trommelt hinter Deran und Vengra heran, flankiert von zwei kräftigen Ogern. She's right. We've got to fight together. Sie hat recht, wir müssen gemeinsam kämpfen. Du kennst auch Edric, der ihnen folgt. Seine Schultern sind steif und er hat die Arme vor sich verschränkt. Vengra sieht dich und deutet aufgeregt auf dich. See Darien, he'll tell you. We can stop him. Siehst du, Darien, Talisa wird es dir sagen. Wir können sie aufhalten. Spannung liegt in der Luft. Darien wirbelt herum und unterbricht Vengra mit einem Hacken, mit einer hackenden Geste. If she's seen them, she knows better. Wenn Talisa sie gesehen hat, weiß sie es besser. Was geht hier vor Something sich? Killed a whole crew of hunters out in the wood. Tore them apart like dolls. Insects. Irgendetwas hat im Wald einen ganzen Trupp von Jägern getötet, auseinandergerissen wie Puppen, Insekten. Trotz seiner festen Haltung flirren seine Augen hin und her wie Fliegen, auf seiner Oberlippe steht der Schweiß. Something like the creatures that attacked my fort, perhaps? Vielleicht so etwas wie die Geschöpfe, die meine Festung angegriffen haben? Berrigan murmelt ihrer Eskorte was zu und die beiden Schnauben aufgebracht. I told ya. All we gotta do is get him in range of these cannons and then we blast him. Ich habe es euch gesagt, wir müssen sie nur in Reichweite dieser Kanonen bringen, dann schießen wir sie ab. Sie
schlägt laut klatschend die Hände zusammen. We don't even know what they are. Wir wissen nicht einmal, was sie sind. Er schließt die Augen und atmet laut durch die Nase aus. Ich schon. Alle wenden sich zu dir. Man nennt sie die Augenlosen, aber was sie sind, das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass sie uns alle zerstören werden und noch mehr, wenn man sie nicht aufhält. Sie sind die Spielzeuge törichter, unverantwortlicher Götter. Und wenn ihr leben wollt, haltet ihr jetzt den Mund und hört sofort auf mich. Die Götter haben sie als Strafe für euer Gezanke geschickt. Man nennt sie die Augenlosen. Die Zerstörung, vor der meine Träume mich gewarnt haben. Berigards Blick ist abwesend vor Grauen und Entsetzen. Plötzlich fährt sie Venkra und Darien an. And your greed and recklessness have brought them on us all. Und eure Gier und Fahrlässigkeit haben sie uns auf den Hals gehetzt. Sie wirft die Schulter zurück und fletscht die Zähne. Zorn umgibt sie wie ein beißender Gestank. Darien und Venkra machen einen Schritt zurück und stellen sich kampfbereit gegen die Oper. You burning our village didn't help matters none. Es hat nicht geholfen, dass ihr unser Dorf niedergebrannt habt. Vengras Gesicht ist zu einer wilden Grimasse verzogen. Aus der Spitze Zähne hervorragend. It wasn't my clan that attacked you. Ihre Nüstern blähen sich auf. Mein Clan war es nicht, der euch angegriffen hat. No difference. One ogre stinks as bad as the next. Völlig egal. Alle Ogre stinken gleich übel. Beruhigt euch. All das ist jetzt nicht von Bedeutung. Berigan hat recht. Ihr wolltet etwas, was ihr nicht verstehen konnte. Und das hat Ärger zur Folge gehabt. Eure Interessen standen noch nie im Einklang mit den Stalwarts, Berigan. Ich bezweifle, dass sich das geändert hat. Schluss. Ihr seid alle nahen in solch einer Lage, über längst vergangene Dinge zu streiten. Berigan, hast du den weiten Weg auf dich genommen, nur um zu feixen? Ich habe es euch doch gesagt. Du hast vielleicht recht, Berigan, aber das hilft nicht weiter. Vielleicht gehst du lieber. Nehmen wir dir eins. Darien und Venkra grummeln, treten auf der Stelle und blicken trotzig drein. Nach einer Pause blickt Berigan wieder zu dir. I came to offer my clan's help. Ich verschränke die Dame. Hände, ich bin gekommen, um die Hilfe meines Clans anzubieten. Die anderen starren sie ungläubig an. The White March has been our home for centuries. We'll defend it alongside you. Die Weißmark ist seit Jahrhunderten unser Zuhause. Wir werden sie an eurer Seite verteidigen. Die Ogre nehmen ihr Grunzen zustimmend. Nun gut, eure Hilfe wäre sehr willkommen. Nehmen wir das. Sie präsentiert ein altes, gebändertes Horn in ihren schwedigen Händen. Sie überreicht es dir. Sound it anywhere in the White March, and three of my best warriors will be at your side. Your battles become ours. Lasst es irgendwo in der Weißmark ertönen und drei meiner besten Krieger werden an deiner Seite erscheinen. Sie verneigt sich. Eure Schlacht wird zu der unseren. What's your plan for dealing with them exactly? Darien hustet sich in die Faust. Wie genau willst du sie besiegen? Die Augenlosen verstecken sich bei Kerjons Narbe. Ich trete ihnen dort entgegen. Venkra und Darien starren dich ungläubig an. That lake's notorious. Folk never come back from that. Der See ist berüchtigt. Keiner kehrt von dort je zurück. Sie hält inne, die Augen plötzlich weit aufgerissen. Oh. You'll need all the help you can get. I have fewer men to offer than I would like. But the iron flail stands ready. Our siege weapons are at your disposal. Du brauchst jede neue erdenkliche Hilfe. Ich kann dir weniger Männer anbieten, als ich gern würde, aber der Eisenflegel ist bereit. Unsere Belagerungswaffen stehen dir zur Verfügung. The same ones you threw at the battery's walls? Darien schnaubt vor Wut. Die, mit denen du die Wände der Batterie angegriffen hast? These eyeless will come for us all, if they aren't stopped here and now. Edric blickt ihn nicht an. Die Augenlosen werden uns alle holen, wenn sie nicht hier und jetzt aufgehalten werden. Forget it. You're not bringing your army into our backyard. Sein Gesicht wird rot. Vergiss es. Du bringst deine Armee nicht in unsere nicht vor unsere Schwelle. Er blickt dich an und nickt. Tell him. Sag es ihm. Darien hat recht. Edric ist nicht zu trauen. Nicht mit einer Armee so nah vor Stalwarts Toren. Edric hat recht. Wir müssen zusammenarbeiten. Was vergangen ist, das zählt jetzt nicht, Darien. Darien, du hast mir doch gewiss gerade nicht gesagt, was ich zu tun habe, nicht wahr? Edric bleibt Ende. Ich bin für Edric. Guess you're right. Won't be anything left of Stalwart if we don't stop these monsters anyway. Du hast wahrscheinlich recht. Es ist sowieso nichts mehr von Stalwart übrig, wenn wir diese Monster nicht aufhalten. Er blickt auf die Stelle hinab, die seine Ferse in den Dreck gegraben hat.
Wir versammeln uns bei Kerians Labor und erwarten deine Befehle. Mach dich bereit, meine Freunde, es wird eine große Schlacht. Edric verneigt sich leicht und geht davon. Es folgt betretendes Schweigen. Vengar räuspert sich laut. You know, those heavy cannons you fixed might come in handy. Weißt du, diese schweren Kanonen, die du repariert hast, könnten sich als nützlich erweisen. Chris mit schämischen, funkelnden Augen. Darian fängt an zu stöhnen und erhebt beide Hände. Hear me out. Karen's scar should be just in range for those guns. You just point out your target and I'll do the rest. Hör mich an. Karens Narbe müsste genau innerhalb der Reichweite dieser Kanonen liegen. Du markierst einfach dein Ziel, ich erledige den Rest. If those things are on the move, we don't have much time. Wenn diese Dinger schon unterwegs sind, haben wir nicht mehr viel Zeit. If you're really gonna stop them, take this. It's the best of the ore we've pulled from Stalwart's mines. Wenn du sie wirklich aufhalten willst, nimm das. Das ist das beste Erz, das wir aus dem Minen von Stalwart geborgen haben. Er nickt dir feierlich zu. It's not much. It's good enough to make the old Pargrunen smiths proud. Es ist nicht viel, aber es reicht, um die alten Pargrunen Schmiede stolz zu machen. I'm sorry about what I said before. Just don't take it out on the rest of the village. Es tut mir leid, was ich gesagt habe, aber lass es nicht am Rest des Dorfes aus. Er blickt weg. Du kannst die Feldsoger zu Hilfe rufen, indem du in Kerons Nabelberg ganz Schlachtton erschallen lässt. Du kannst die Rezerade zur Hilfe rufen, indem du in Kerons Nabe die Fähigkeit Katapult mit brennendem Pech einsetzt. Dann ist er halt Katapult mit brennendem Pech erhalten. Du kannst die Kanonen von Dünger's Batterie abfeuern lassen, indem du in Kerions Nabe die Fähigkeit schwerer Kanonenbeschuss einsetzt. Dann ist er halt schwerer Kanonenbeschuss erhalten. Abedons Hammer, ist der jetzt auch seelengebunden? So ein zweihändiger Kriegshaber. Zerstöre die Armee. Mhm. Oh je, das ist ein starkes Teil. I'm here. Okay, nette Sachen hat er auch. I'm here. Ach, Dürgern Eisenbahn habe ich gleich gekriegt. Okay. Ach nee, das ist ein Dürgern-Eisenbarren. Ich habe einen gekriegt. Zwei fehlen mir noch. So, darf ich jetzt erstmal kurz nach Stalwart und mir Idee holen? Ich möchte nämlich erstmal nicht direkt zu Kerons Narbe. Eigentlich hatte ich erstmal vor, ein bisschen hinterher aufzuräumen. Aber ich glaube, das können wir an auch machen, sobald wir die Augenlosen besiegt haben. Also da will ich den Adradrachen besiegen, den Schneedrachen und die Schlacht im Jenwald machen. Und dann bleiben nur noch Krekold und die Endstory. Also wir nähern uns langsam dem Ende wieder mal. Ich glaube, wir haben auch noch ein Kopfgeld, kann das sein? Ja. Absolutely. Da ist Kerions Narbe. Also ja, ist in Schussreichweite der Batterie, wenn auch die Festung in Schussreichweite ist.